Moin moin, liebe Zocker, liebe Zockerinnen, hier ist wieder euer Punky und heute bauen wir für Vanilla Bay ein Autobahnkreuz. Wir nutzen hierzu zweispurige Straßen, dreispurige Straßen und vierspurige Straßen sowie Abfahrten. Ich habe das ganze Video am Ende nachvertont, weil ich einfach mehrmals das Ganze anfangen musste und mich im Editor auch so ein bisschen leicht aufgeregt habe. Beziehungsweise das wäre gelogen. Ich habe eigentlich geschwiegen. Und das ist natürlich für eine Sprachaufnahme äußerst ungünstig, wie ihr euch sicherlich denken könnt. Ja, also was habe ich jetzt gemacht? Ich habe erstmal angefangen, die dreispurige Autobahn so ein bisschen anzupassen, wie die Richtung auch in Vanilla Bay verläuft. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wir könnten das Ganze natürlich auch auf Brückenpfeiler setzen, damit wir praktisch unsere anderen Auf- und Abfahrten im Endeffekt unter die Autobahn führen können. Dazu habe ich erstmal die entsprechende Höhe gesucht und das habe ich dann hier unten links so ein bisschen gebastelt. Wie ihr gut sehen könnt, nachdem ich dann die richtige Höhe gefunden hatte, habe ich dann zunächst nochmals die Autobahn ein Stück entfernt. Aber jetzt bin ich schneller als das Video, also bin ich mal ganz kurz leise. Habe das überprüft, ob das von der Höhe her passt. Das hat mir soweit ganz gut gefallen. Jetzt fange ich an, die erste Spur abzureißen, nachdem ich den Bulldozer gefunden habe. Und setze das Ganze in eine dynamische Kurve. Und verbinde praktisch, beziehungsweise nicht verbinde, sondern ziehe das bis hoch zum Anfang. Da ist praktisch unsere Ausgangslage von der Höhe her. Jetzt reiße ich praktisch die Parallelautobahn ab. Und ihr könnt euch denken, was passiert. Ganz klar, ich nutze die Möglichkeit und setze auch diese Autobahn jetzt parallel und auch in die gleiche Höhe. Und das war's schon. Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil, dieses Video wird um die 30 Minuten gehen. Wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Aber warum, wieso und weshalb, das erfahrt ihr, wenn ihr jetzt dran bleibt. Es lohnt sich also. Jetzt habe ich die Höhe von der zweiten Autobahn genommen, wo ich einfach die Durchführung getestet habe. Und jetzt überlege ich gerade, wo fange ich an, das Teil am besten zu platzieren. Ich hätte es ganz gerne so ein bisschen an den, an der Säule, an der Autobahnsäule vorbeigeschlängelt. Das versuche ich gerade irgendwie hinzubekommen. Stelle aber fest, ups, das funktioniert so noch nicht. Ist ja klar, das ist ja eine schräg verlaufende Autobahn. Das heißt, wir schalten mal alles aus. Und jetzt versuche ich erstmal die Richtung zu finden, wo sich das Ganze ausgeht. Stelle fest, okay, das macht er. Das macht er nicht. Jetzt setze ich es da nochmal drunter. Und jetzt habe ich hier, denke ich, mal die Ausgangslage gefunden. Aber das sehen wir ja gleich. Ich versuche also ziemlich nah an den Pfosten heranzukommen. Auch nochmal hier möchte ich betonen, alles läuft ohne Mods. Wir nutzen nur das, was uns das Spiel zur Verfügung stellt. Also habt ihr auch die Möglichkeit, sofern ihr über auch das DLC Messprinzip verfügt, diese Autobahn nachzubauen. Ansonsten könnt ihr natürlich eine etwas andere Autobahn im Endeffekt nachbauen mit der dreispurigen Autobahn. Da, wo ich jetzt im Endeffekt vier Spuren und zwei Spuren benutzt habe, nutzt ihr entweder drei Spuren oder sozusagen eine Abfahrt. Das geht natürlich auch. Somit könnt ihr sie
dennoch nachbauen und müsst nicht unbedingt Mass Transit haben. So, jetzt geht's schon los. Wir müssen erstmal umdenken, und zwar die Richtung. Wir haben ja in unserer Stadt Linksverkehr und das führt zumindest dazu, dass wir zumindest eigentlich verkehrt denken müssen. Aber so viel verrate ich euch dann an dieser Stelle. Das Spiel dreht die Autobahn selbstständig um. Das heißt, wenn ihr eine Autobahn für den Linksverkehr baut, müsst ihr sie erstmal für den Rechtsverkehr bauen. Ja, ich war ziemlich begeistert, wie ihr euch sicherlich denken könnt, dass ich auf einmal das Ganze nicht nutzen konnte und musste dann sozusagen das Ganze nochmal umändern. Der Vorteil an der ganzen Geschichte ist, wenn wir dieses Ausrufezeichen da benutzen, was wir da unten links sehen, dann ändert sich der Straßentyp zum Glück nicht, sondern es wird nur die Richtung geupdatet. Darüber war ich zumindest sehr froh. So, jetzt verbinde ich das Ganze wieder. Aber keine Sorge, wir werden hier mehrmals ran müssen. Von der Sache her, lasst euch da nicht verunsichern. So. Was machen wir jetzt? Jetzt drehe ich mir die Kamera erstmal schön und gucke mir das Ganze an. Reiß hier nochmal ein Stück ab. Möchte hier ein eingleisiges Stück haben und werde wahrscheinlich wieder feststellen, dass das nicht funktioniert. Ja, genau. Also dieses Herumprobieren ist halt eben notwendig, um eben immer zu schauen, klappt das oder klappt es nicht. Das ist halt leider, ist es so. Ist aber auch gar nicht kompliziert, wenn man sich so ein bisschen mit beschäftigt, dann passt das eigentlich auch soweit. Und am Ende bin ich wirklich zufrieden mit dem, was wir gebaut haben. Und ich finde, das sieht im Vanilla Bay auch richtig genial aus. So, jetzt schalte ich hier erstmal wieder anpassen mit alles Mögliche ein, damit wir hier ein bisschen mehr Möglichkeiten haben. Und ja, jetzt versuche ich hier den entsprechenden Winkel zu finden. Ich habe auch versucht, so ein bisschen realistisch zu bauen. Ich stehe halt nicht auf Kreuzungen oder Straßen, die gezickt und gezackt sind und wo man sich sagt, ey Leute, wie sieht das eigentlich aus? Manchmal ist es schlimm und man kann nur mit dem Kopf schütteln. Das ist natürlich jetzt keine Anfeindung oder sonst was, aber vielleicht sieht es der ein oder andere YouTuber auch und Leute, ihr könnt so schöne Sachen bauen, bitte tut es. Baut nicht irgendwelche komischen Winkel oder sonst was. Es sieht einfach nicht aus, beim besten Willen nicht. Ja, und wenn nicht, dann nicht. Jeder soll selber wissen, wie er es machen möchte. Aber ich meine, so ein bisschen Eleganz, ein bisschen schön bauen. Gerade wenn das Spiel einem diese Möglichkeiten bietet. Warum nicht zum Teufel? Warum nicht? So, perfekt. Das gefällt mir schon mal. Und damit haben wir schon mal den ersten Schritt getan. Ich werde auch das weiterhin so beibehalten. Das ist jetzt eigentlich nur eine Ausnahme, dass ich das Ganze nachvertone. Man muss mal gucken, je nach Projekt lohnt sich das Nachvertonen dann. Ich habe zumindest die Aufzeichnung laufen lassen, weil das nochmal genauso nachzubauen, muss ja nicht unbedingt sein, ist ja Käse. Aber so seht ihr halt eben ganz einfach, wie es ungefähr gemacht worden ist. Ihr könnt spulen, wenn euch irgendeine Passage nicht gefällt, etc. pp. Und ich denke mal, damit ist jeder auch zufrieden. Und wir haben halt eben auch die Möglichkeit, das so ein bisschen nachzuvollziehen. Also ihr habt die Möglichkeit, das nachzuvollziehen. So, jetzt habe ich hier gerade gekämpft. Ihr seht gerade, ich versuche das gerade hinzubekommen. Funktioniert aber nicht. Lösung. Nutze einfach eine Stelle und ziehe eine Gerade. Natürlich muss man auf Gerade auch stellen.
So, das funktioniert aber eben noch nicht. Wir müssen, glaube ich, die Straßenvorgaben ausschalten. Zumindest habe ich das dann versucht. Den Winkel habe ich angelassen und schwuppdiwupp können wir eine Gerade bauen. Unten links das Feld ist auch hinzugekommen durch Mass Transit, aber ich glaube, das ist auch in den kostenlosen Update enthalten mittlerweile. Ich glaube nicht, dass das nur für Mass Transit zur Verfügung steht. Also da bin ich mir zu 100% sicher. So, dann haben wir schon mal das erste Teilstück fertig. Jetzt müssen wir praktisch die Parallelautobahn dazu bauen. So, da ist das Parallelstück dazu. Und das muss jetzt im Endeffekt auch noch mit der Autobahn dort verbunden werden. Sind also jetzt sozusagen geht es jetzt darum, da die Linienführung hinzubekommen. Aber sitzt selbst. So, ich versuche also gerade, ja, irgendwie vernünftig herauszukommen. Bin aber mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden. Versuche das jetzt so einzustellen, dass es nicht snappt. Und dass es eben auch noch schön ausschaut. Also richtig will er noch nicht, wie ihr seht. Jetzt habe ich eine Stelle gefunden. Und jetzt geht es praktisch schon mal in leichten Stufen nach unten. Und das kann ich verraten. Hier habe ich mich, glaube ich, sehr lange mit beschäftigt, bis es mir wirklich gefallen hat. Es geht natürlich auch einfacher, ne? Also ihr könnt auch wirklich da schnurstracks gerade runterziehen, das Ganze. Da seht ihr ja, passt, würde funktionieren. Aber ehrlich gesagt, ich habe mich damit nicht zufrieden gegeben. Mir hat es nicht gefallen. Also das Ganze nochmal geändert. Und da gab es mehrere Stellen, die mir noch nicht gefallen haben. Und von der Sache her hat sich das dann hier ein bisschen hingezogen, das Ganze. So, jetzt hier eine relativ steile Kurve. Jetzt bin ich mir nicht sicher, habe ich das gelassen? Ich meine, ich habe hier auch noch was geändert. Also zumindest kommt da eine zweispurige Straße. Das ist definitiv so. Ah, genau, kann noch nicht funktionieren. Da hat wieder was nicht hingehauen. Also muss man das wieder abreißen. Und ich glaube, ich bin dann von der anderen Seite dran gegangen. Das ist übrigens auch gar nicht verkehrt. Also es gibt manchmal die Möglichkeiten, dass man von der, ja, von der anderen Seite der Straßenverbindung, wenn man das dann von dort aus versucht, dass es da wesentlich besser klappt. Ähnlich wie bei Transport Fever als Beispiel. So, das sieht natürlich auch nicht aus. Aber es gibt eben Leute, die hätten jetzt sowas gebaut und ach, das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Und deswegen war ich ganz froh drum, dass ich das jetzt auch so gemacht habe und euch auch hier dran teillassen habe. So, jetzt habe ich das Ganze gar abgerissen und habe jetzt einfach versucht, von dort aus auf die Autobahn zu kommen. Aber auch das ist mir nicht gelungen. Ich habe jetzt ein bisschen Höhe versucht anzuwenden und habe jetzt einen Abschnitt. Und das sieht doch zum vorherigen Bild wirklich besser aus. Was sagt ihr dazu? Gebt mir mal einen Kommentar dazu. Also mir gefällt es richtig gut. Und wenn ich mich noch erinnere an unsere Stadt ohne Namen und mein erstes Autobahnkreuz, okay, zugegeben, es war in-game. Also das heißt im laufenden Spiel, das ist jetzt hier im Asset Editor. Ja, okay. Man hat aber trotzdem gesehen,
ich habe mir keine Mühe gegeben. Die sah einfach nicht aus. Es war nicht schön. Und die erste Kreuzung oder das erste kleine Autobahnkreuz, auf was ich so richtig stolz bin, in-game, das ist auch in Vanilla Bay. Durch Vanilla Bay, muss ich echt sagen, habe ich nochmal City Skyline für mich ganz anders entdeckt. Das Spiel bietet Möglichkeiten, die suchen ihresgleichen. Mit den Mods natürlich zusätzlich, boah, sind die Möglichkeiten unendlich. Also nochmal ein herzliches Dankeschön von Causal Order oder an Causal Order. Die haben uns ein so geniales Spiel ja, auf die Füße gestellt. Das ist zu Recht das neue oder das übergreifende Genrespiel in dem Sinne. Ich will da gar keine Ausschweifungen machen zu SimCity etc. pp., sondern wir lassen es so stehen. Das ist unser Städtebauspiel und ich glaube auch für die nächsten Jahre. So, okay. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, aber wie ihr euch denken könnt, hat mir das auch noch nicht gefallen. Gerade hier durch diesen komischen Winkel. Also versuche ich das Ganze nochmal ein bisschen besser anzupassen. Jetzt tut mir gerade der Hintern weh. Ach Mann. Ja, kleine Spoiler-Information an dieser Stelle. Ja, der Schmerz ist leider immer noch nicht wirklich weg. Manchmal ist er da, manchmal ist er schlimmer. Manchmal denke ich gar nicht dran. Manchmal nehme ich Tabletten dafür, manchmal auch nicht. Also es ist sehr unterschiedlich. Gestern hatte ich das Gefühl, obwohl ich Tabletten genommen habe, der Schmerz war schlimmer. Und vorgestern, wo ich keine genommen habe, war der Schmerz weniger. Also muss man nicht verstehen. Aber ich hoffe, das Problem wird sich bald lösen. Dennoch werde ich jetzt tapfer sein und weitere Aufnahmen für euch produzieren. Aufgrund der beruflichen Situation muss ich momentan sehr viel auf Vorrat aufnehmen. Das heißt also, auf Kommentare kann ich nur verzögert reagieren, beziehungsweise auf Änderungswünsche. Auf Kommentare natürlich schon rechtzeitig, aber eben auf Änderungswünsche, die in den Kommentaren vielleicht gemacht werden, kann ich nur verzögert reagieren. Das bitte ich dann an dieser Stelle zu entschuldigen. Die Aufnahmelänge von 17 Minuten im Schnitt finde ich eigentlich für mich dann doch die richtige Entscheidung. Ich habe ja vorher 30, 45, 50 Minuten teilweise mal aufgenommen. Das ist beim besten Willen, das ist einfach nichts. Das ist A, viel Zeit. B, ist es glaube ich zu viel Zeit, dass sich jemand das in Ruhe anschauen möchte. Und nee, dann ist die 17-Minuten-Regel gar keine verkehrte und vor allem täglich eine neue Folge. Das ist optimal. Und an dieser Stelle, kleine Spoiler-Information, Constructor, da habe ich ja bereits auch nochmal angefangen. Und wenn wir jetzt diese Folge hier veröffentlichen, wo ich gerade diese Kreuzung baue, ist halt eben auch die große Preisfrage, sind wir schon wieder pleite oder nicht? Das seht ihr also dann, wenn ihr mal bei Constructor vorbeischaut. Ich habe bewusst diesmal bei Constructor auf leicht begonnen, um erstmal in dieses Spiel hineinzukommen. Ich habe es wirklich unterschätzt und bin echt gespannt, wie es weitergeht. Aber nun zurück zu unserer Kreuzung. Ich versuche also als nächsten Abschnitt hier eine Möglichkeit zu finden, wie wir praktisch ja auch diesen Autobahnabschnitt mit dem unteren Abschnitt verbinden können. Und ich spoilere mal ganz kurz, in einer Version 1.0, die ich jetzt zwar schon in meinem Asset-Ordner habe, aber noch keine Aufzeichnung gemacht habe, da habe ich einfach vergessen, das Aufnahmeprogramm zu starten, Asche über mein Haupt, habe ich praktisch das Ganze in den Untergrund geführt und diesmal habe ich mir gedacht, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir mal eine Brücke bauen? Und das habe ich dann auch schlussendlich gemacht. Auch das wird sich jetzt noch ein bisschen hinziehen. Die Höhe hat mir zum einen nicht gefallen. Und eine weitere Spoiler-Information. Auch hier durfte ich nochmal
mein ganzes Geschick zusammennehmen und nochmal ein bisschen umbauen. Aber gut, okay. Mittlerweile sind wir bei knapp 20 Minuten. Das Video hier hat noch 29 Minuten. Das nächste Video hat nochmal 13 Minuten. Wie ich das mache, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich möchte es eigentlich nicht geschnippelt haben. Das heißt, ich würde jetzt einfach quaken, also erzählen. Und ihr entscheidet einfach selber, wollt ihr euch das Video zu Ende anschauen oder ansonsten spult einfach. Ich empfehle euch dieses dann, wenn ihr euch sagt, ach komm, ich will einfach mal sehen, wie das fertige Ergebnis aussieht. Und wer dann versucht, das hier nachzubauen, der kann natürlich auch das Video anhalten und entsprechend seine eigene Kreativität freien Lauf lassen. Ja, wie ihr seht, das hier war dann doch ein bisschen zu hoch. Das mochte ich nicht. Das habe ich dann nochmal abgerissen. Und ja, erstmal drehe ich hier so schön die Kamera. Okay, natürlich will ich es erst probieren. Ne? Wie sieht es aus? Und auch hier ganz krass mal voll nach unten. Ah, herrlich. Ja, auch solche Bauten habe ich schon gesehen. Da habe ich mir aber gedacht, du, wenn hier mal LKWs nicht bremsen können, dann ist der Unfall vorprogrammiert. Also das hat mir nicht gefallen. Also auch das reiße ich gleich nochmal nieder. Und ansonsten, wir hätten natürlich auch die Möglichkeit, diese Kreuzung in den Steam Workshop zu laden. Also dieses Autobahnkreuz. Wenn da Interesse besteht, dann hinterlasst gerne mal einen Kommentar und ja, wenn da so 1, 2, 3, 4, sagen wir mal 10 Kommentare zusammengekommen sind, die besagen, du, ich möchte gerne diese Autobahnkreuzung haben, dann ja, dann stelle ich die auch in den Steam Workshop zur Verfügung und würde es nochmal nachträglich in der Videobeschreibung verlinken. Da spricht ja nichts dagegen. Natürlich dürfen die 10 Kommentare auch von einer Person sein. Wir wollen es ja nicht schwieriger machen, als es ist. Schließlich bin ich noch am Anfang meines Kanals. Aber ich muss echt sagen, und das ist nochmal ein richtig dickes, fettes Dankeschön an euch. Langsam kriege ich das Gefühl, dass ich die Arbeit, es ist eigentlich keine Arbeit, es ist eigentlich eher Vergnügen, dass sich das Vergnügen bezahlt macht. Langsam bekommt man mit, dass der Kanal, dass die Watchtime sich erhöht, dass die Klickszahlen sich langsam steigern und dass immer wieder mal ein Abonnement hinterlassen wird, also ein Abo. Und ja, das könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass mich das glücklich macht und dass mich das auch riesig freut. Also in dem Sinne, so darf es weitergehen. Ich freue mich wirklich über jedes Kommentar, über jeden Daumen nach oben, auch über einen Daumen nach unten, weil dann wäre es halt eben schön, wenn dann hinterlasst einfach einen Kommentar, warum ein Daumen nach unten. Dann kann man ja da eventuelle Anpassungen bzw. Änderungen machen. Und ansonsten, ich genieße es einfach, mit euch gemeinsam an Vanilla Bay rumzuschrauben. Und freue mich auch schon, wenn ich weitere Spiele mit euch entdecke. Die Wunschliste ist riesig. Die Spieleliste ist lang. Die verfügbaren Spiele sind noch länger. Und ja, mal schauen, was wir so als nächstes uns anschauen. Also Constructor habe ich mir jetzt für mich so persönlich gedacht, um jetzt nochmal hier eine Spoiler-Information zu machen. Also einmal auf jeden Fall noch. Einmal auf jeden Fall noch und vielleicht muss ich mir oder schaue ich mir das Spiel auch nochmal offline an, um so ein bisschen ein Gefühl für das Spiel zu bekommen. Im Moment spiele ich es ja sozusagen auf blind. Das heißt, alle Erfahrungen, die ich bei Constructor mache, machen wir gemeinsam. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte, keine Frage. Aber ich denke mal, es wäre auch schöner fürs Let's Play, wenn wir auch mal
ja, über 5 Folgen hinauskommen und auch das werden, was ich schon groß angekündigt habe, ein Monopolist im Immobiliengeschäft. Das ist unsere Idee dahinter. Hier habe ich angefangen, mal eine kleine S-Kurve zu bauen. Denn ich denke mal, das ist eine wesentlich bessere Alternative als wie die davor, wo wir einfach nur so schnurstracks nach unten sind. Gefällt mir also an dieser Stelle richtig gut. Jetzt passe ich hier nur noch mal so ein bisschen die Straßen an. Und nachdem ich die Optimierung abgeschlossen habe, lösche ich unten noch unsere Höhenvorgabe. Und damit ist der erste Teil dieses Videos abgeschlossen. Und da kommen wir schon zum zweiten Teil unserer Autobahnkreuzung. Und zwar, nachdem ich nun festgestellt hatte, in mühsamer Kleinarbeit, dass unsere Kreuzung vom Spiel statt linksverkehrtechnisch auf den Rechtsverkehr umgemodelt wurde, kam ich zu der Erkenntnis, toll, und nun müssen wir unsere Kreuzung praktisch spiegelverkehrt bauen, beziehungsweise spiegelverkehrt zum Glück nur upgraden. Warum upgraden? Durch dieses kleine Ausrufezeichen haben wir die Möglichkeit, wie ich ja bereits in dem vorherigen Teil kundgetan habe, die Möglichkeit, die Straßenrichtung zu ändern. Aber wir ändern nicht den Straßentyp. Das ist natürlich Gold wert, dieses Tool. Und damit war es dann doch erstmal einfach, hatte ich angenommen, die Straßensegmente sozusagen nochmal zu drehen. Leider sollte ich mich täuschen oder eines Besseren belehrt werden, denn wir können nicht alle Segmente ändern. Es gibt Segmente, die praktisch, die praktisch blockiert werden, wie zum Beispiel da. Und das bedeutete, wir müssen erstmal die Planierraube holen und müssen nochmal einige Segmente abreißen. Gut, ich verrate mal so viel an dieser Stelle, es ging dann schon. Die Möglichkeit oder beziehungsweise das Ganze nochmal sozusagen in die andere Richtung umzumodeln, hat zumindest dazu geführt, dass mir auch hier ein entscheidender Sachverhalt, wo ich mir die Kreuzung dann im Spiel angeschaut hatte, nicht mehr gefallen hatte, den habe ich dann auch geändert. Und zwar ist es der Sachverhalt, wenn wir jetzt mal bei diesem Bild sind und wir stellen uns vor, wir fahren praktisch von der Autobahn heraus über praktisch die beiden Autobahnen hinüber oder drüber zu der S-Kurve. Wenn man dann mal da genau hinschaut, wir kommen dann gleich in eine Sequenz rein, da ist mir aufgefallen, das geht zu steil nach unten und demzufolge habe ich das dann auch nochmal geändert. Hier reiße ich aber allerdings gerade erstmal zwei Straßensegmente ab, damit ich nämlich die untere Autobahn auch im Endeffekt drehen kann. So, nachdem ich das gemacht habe, das Ganze begutachtet habe, müssten wir nun, was machen wir jetzt? Das überlege ich gerade. Genau, ich hole die Planierraube und reiße dieses Stück ab. Und ich glaube auch einen Teil der S-Kurve, die wir dann im Endeffekt auch nochmal ein bisschen überarbeiten müssen. Am Ende wird sich das Ganze nochmal ein bisschen anders darstellen. Ich glaube, es sind dann zwei S-Kurven oder anderthalb S-Kurven. Aber ich muss sagen, das Ergebnis dann hat mir auch wesentlich besser gefallen. Einfach weil das dann nicht mehr so tief nach unten ging. Hier an dieser Stelle vielleicht ein kurzer Hinweis, der auch für mich dann später sogar noch interessant sein wird. Und zwar ist mir im Spiel aufgefallen, dass ich vergessen habe, im Asset Editor ein Straßensegment zu drehen. Und zwar praktisch hier oberhalb die Richtung.
Denn da darf es jetzt ja nicht runtergehen, da müsste es ja normalerweise hochgehen. Und ich glaube, das Segment habe ich vergessen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich das dann im Asset Editor nachträglich ändere, was passiert auf der gebauten Autobahnkreuzung oder auf dem gebauten Autobahnkreuz im Vanilla Bay? Das werde ich euch dann auf jeden Fall im Let's Play erzählen, ob sich da etwas geändert hat. Denn dann muss man das natürlich gleich mit berücksichtigen. Aber ansonsten sollte sich das eigentlich alles dann gut ausgehen. Jetzt im Moment versuche ich erstmal noch die entsprechenden Straßentypen, also nicht Straßentypen, sondern Höhenlinien auszumachen, wie ich da am schönsten herunterkomme, ohne dass es zu brutal wirkt. Das kann jetzt einen kleinen Moment dauern. Ansonsten, was gibt es sonst noch so Schönes zu erzählen an einem Sonntag? Die Folge habe ich gerade am 11.06. aufgenommen. Hier ist es momentan schwül bis heiß. Und ich habe keinen Kaffee mehr. Aber dafür irgendwo habe ich Wasser stehen. Genau. Stilles Wasser, weil das andere redet mir einfach zu viel. Reicht ja schon, wenn ich rede. Daher trinke ich mal einen kurzen Schluck. So, da bin ich schon wieder. Und mir ist gerade eingefallen, jetzt muss ich überlegen, ich meine, es wäre Ende Juli. Ende Juli kommt, glaube ich, Eden Colony raus. Und wie ihr euch sicherlich denken könnt, auch ein Spiel, wofür ich mich interessiere. Und da bin ich auch mal gespannt drauf. Ist ja so ähnlich wie Planet Base. Und ich glaube, so ein bisschen ähnlich wie City Skyline. Großes Fragezeichen. Also muss man mal sehen, was das dann genau ist. Jedenfalls so viel vorab. Auch dieses Spiel werden wir auf dem Kanal betrachten. Jetzt ist meine Stimme gerade ein bisschen kratzig. Das ist natürlich nicht so schön. So, wie ihr also seht, ich reiße das Ganze ja auch nochmal ab. Versuche jetzt eine Möglichkeit zu finden, die erstmal funktioniert und nicht schön aussieht. Habe mich dann zu entschieden, gefällt mir alles nicht. Funktioniert auch nicht. Also suchen wir weiter nach einer Möglichkeit. So, das passt auch nicht. Also entscheide ich mich schlussendlich dafür, glaube ich, die komplette S-Kurve nochmal zu entfernen und ein bisschen weiter außen zu platzieren. Also mehr zum Kartenrand, wenn man das jetzt so will. Mehr ins Dunkelgrüne. Aber das werden wir gleich alles selber sehen. Ich kann mich gerade gar nicht mehr daran erinnern. So schlimm ist es schon. Das hat auch nicht gepasst. Das hätte gepasst, aber ja. Das leider auch nicht. So, also habe ich mir gedacht, okay, wenn das nicht will, wie machen wir es dann? Ich reiße also praktisch jetzt. Was reiße ich jetzt ab? Genau, ich reiße jetzt doch die S-Kurve ab. Werde die jetzt ein bisschen später ansetzen. Erstmal drehe ich die Objekte und stelle fest, ha, Etebitsch geht auch nicht. Dafür grade ich das jetzt, glaube ich, schon mal ab. Genau. Und jetzt versuche ich da entsprechend anzuschließen mit einer zweispurigen Autobahn. Versuche da erstmal vernünftig rauszukommen. Und dann seht ihr schon, wie ich es jetzt mache. Ich versuche praktisch nicht parallel rauszufahren, sondern ich versuche da teilweise gerade rauszukommen. Entscheide mich nochmal um für eine Abfahrt. Schritt Nummer 1. Jetzt nehme ich schon eine zweispurige Straße, glaube ich. Ja. Und baue jetzt sozusagen
langsam höher werdend ein S nach dem anderen. Das ist zu steil. So, dann haben wir das, genau. Jetzt noch dieses Stück. Und dann, wenn mich nicht alles täuscht, reiße ich, glaube ich, diese kleine Kurve da oben auch nochmal ab. Und versuche das dann nämlich gerade zu verbinden. Dann wäre es aber doch nur ein S. Nee, es war ein größeres, glaube ich. Ich glaube, da kommt nochmal eine. Genau, da nochmal raus. Dann nehme ich nochmal da rein. Sozusagen eine halbe 8 und jetzt versuche ich das noch entsprechend zu verbinden. Das müsste mir gleich gelingen, weil das Video ist auch gleich am Ende. Ja, genau, perfekt. Da ist praktisch jetzt unser Doppel-S entstanden, was dazu führt, dass die Fahrzeuge dann doch wesentlich ruhiger runterkommen. Jetzt habe ich gerade in der Aufnahme gesehen, da ist so ein kleiner Knick drinne. Aber okay, dadurch wir eben modfrei arbeiten, können wir das nicht explizit nochmal nachbessern. Wir könnten höchstens das Element nochmal abreißen und nochmal neu machen. Aber ich glaube, so schlimm war das gar nicht und deswegen habe ich es auch so gelassen. Jetzt natürlich noch die dreispurige Autobahn nehmen und wieder das Ganze miteinander verbinden. Und wenn wir das erledigt haben, dann haben wir auch bereits unsere Kreuzung abgeschlossen und können sie in Vanilla Bay unterbringen, beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt haben wir sie schon untergebracht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auch wenn dieses Video mal ein bisschen anders war als sonst. Aber ich denke, ihr hattet trotzdem Spaß und wenn ja, dann würde ich mich über einen Kommentar, einen Daumen nach oben und sehr gern auch über euren Support freuen. Und wie gesagt, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann empfehle ich euch, lasst ein Abo da. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Euer Punky vom Punky Let's Talk. Bye bye.